Das Kompetenznetzwerk für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung hat zur Eröffnung des Hauptsitzes in Detmold eingeladen. Vertreter von insgesamt 12 der 24 Musikhochschulen in Deutschland sind zusammengekommen, um den Standort Detmold zu eröffnen und sich über das Thema der Qualitätssicherung und Lehrentwicklung an den deutschen Musikhochschulen auszutauschen. Das Projekt ist mit 6,5 Millionen Euro über den Qualitätspakt Lehre des Bundes und der Länder komplett gefördert worden. Heute besteht das Netzwerk aus 12 teilnehmenden Hochschulen. Neben Detmold, Weimar, Lübeck, Düsseldorf und Bremen haben sich auch Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Saarbrücken und Würzburg der Allianz angeschlossen. All diese Standorte waren auf der Tagung vertreten und das gemütliche Kennenlernen wurde mit Musik von Studierenden der Hochschule für Musik Detmold mit traditioneller griechischer und japanischer Musik untermalt. Hauptteil der Tagung war die Podiumsdiskussion, bei der sowohl Studierende als auch Vertreter der Hochschulen die Möglichkeit hatten, ihre Erwartungen und Wünsche an das Netzwerk zur Sprache zu bringen. Meine Damen und Herren, das ist ein großer Tag für die deutschen Musikhochschulen. Mit wissenschaftlichen Methoden sollen Strategien und Inhalte entwickelt werden für ein Qualitätsmanagement und für eine Lehrentwicklung für Musikhochschulen und damit vorrangig für künstlerische Lehre. Im Vordergrund stand dabei immer der Austausch zwischen den Teilnehmern, um dieses große und einzigartige Projekt gemeinsam auf den Weg zu bringen und zu optimieren. Ich glaube, Sie wollen ja sehr, dass in das Bewusstsein der Studenten rücken, dass es dieses Netzwerk gibt, dass es für Studenten da ist. Und da hatte ich es wichtig, dass man griffig und einfach kommuniziert, was will ich damit. Ich sehe und höre die Kollegen der künstlerischen Einzelausbildung, wie denen bei der Nennung allein des komplizierten Namens dieses Institutes und der Ansammlung von Plänen, die da sind, die Nackenhaare sich sträuben, weil die sagen, die wirkliche Ausbildung, die auch die Qualität der Ausbildung findet ja zumindest im künstlerischen Bereich im Zimmer statt, in der 1:1-Situation meistens sogar. Und dann stellt sich die Frage, die auch Herr Oetker gestellt hat, was macht dieses Netzwerk? Das ist das, was Vernünftiges dabei rauskommt? Oder anders, wie kann man mit dem Netzwerk etwas tun, dass es den Studierenden, und das ist ja das Allerwichtigste, zugutekommt? Education wird von den Ministerien eigentlich immer nur übersetzt als Ausbildung. Aber das ist falsch. Education ist viel mehr. Education ist auch Bildung und Education ist auch Erziehung. Und auch das muss eine Hochschule leisten. In 4 World Cafés hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, im offenen Austausch ihre persönliche Meinung beizutragen und Diskussionsergebnisse auf Tischdecken festzuhalten. Weiter, schaut doch mal, welche Möglichkeiten es noch gibt. Es steht euch alles offen hier. Ihr müsst es nur selbst tun und selbst eben engagiert sein, auch eben mal mehr Zeit aufwenden, auch mal was zusätzlich belegen. Das erfordert ein großes Engagement und man muss wirklich... Ach klar, natürlich, wer sich engagiert, wird Zeit investieren, aber diese Zeit muss ja irgendwo auch so investiert sein, dass man sagt, das ist für mich sinnvoll, das ist für mich eine vernünftige Zusammenstellung an Fächern zum Beispiel. Zumindest unter dem Namen Mentalität mal mit drauf. Ich denke, gerade in so einem Netzwerk kann man auch Dinge bekannt machen und vertraut machen, die unter Umständen in dem jeweilig anderen Punkt in diesem Netzwerk noch nicht bekannt oder vertraut sind oder die man dann auch gegenseitig nutzen kann. Also diese Gegenseitigkeit, dieser Dialog, der ist am Netzwerk ganz wichtig. Einmal in Bezug auf Rahmenbedingungen, andererseits auch in Bezug auf Inhalte. Bei der Arbeit im Netzwerk stehen besonders 3 wichtige Aspekte im Vordergrund. Offenheit gegenüber den Inhalten, das Arbeiten im Dialog und die ergebnisorientierte Grundeinstellung. Das Netzwerk soll jedoch vor allem die Kommunikation zwischen den Hochschulen vereinfachen. Die World Cafés sind wie auch das Netzwerk in 4 verschiedene Handlungsfelder aufgeteilt. Handlungsfeld Q, Qualitätsmanagement. An allen 12 Hochschulen werden Studierende und Alumni befragt, um Rückschlüsse auf die Qualität des Studiums und seiner Bedingungen zu ziehen. Handlungsfeld L, Lehrentwicklung. Beschäftigt sich mit der Thematik, was benötigt wird, um den Unterricht optimal gestalten zu können und wie man Studierende auf unsichere Karrierewege besser vorbereiten kann. Handlungsfeld B, Beratung und Projekte.
Mithilfe von Best-Practice-Beispielen und externen Beratern können gute Ideen zwischen den Hochschulen ausgetauscht und standardisiert werden. Handlungsfeld N – Netzwerk. An dieser Stelle werden sich alle Arbeiten bündeln. Ergebnisse werden zusammengetragen und für die teilnehmenden Hochschulen bereitgestellt. Also auf gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank Ihnen allen und zum Wohl. Zum Wohl. Feierlich wurde zur ersten Tagung des Kompetenznetzwerkes in Detmold mit Sekt angestoßen, um eine gute Sache für Studierende und Lehrende an deutschen Musikhochschulen gemeinsam auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, ich hoffe natürlich, dass das Netzwerk bringt, dass Studenten und Professoren ihr Verhältnis ändern, zum Guten hoffentlich. Also ich erhoffe mir vor allem, dass es möglich wird, einen Diskurs zu führen, nicht nur Befehle sozusagen entgegenzunehmen, sondern auch wirklich Eigenes einzubringen und zu einer selbstständigen Persönlichkeit im Laufe dieser künstlerischen Ausbildung zu werden.